Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Jetzt möchte ich nur schnell schauen, ob wir in der letzten Folge auch wirklich alles erledigt haben. Dass wir... was tue ich denn? Was? Konzentrier dich, Junge. Super Start. ja. Dass wir die Blacklist herausfordern können. Radarfalle, Drag und Radarfalle. Scheiße. Naja, mal sehen. Das ist toll. Das ist weniger toll. Das ist eine Dodge Viper. Lässiges Teil. Mal schauen, was der im Speed drauf hat. Gar nicht schlecht. So, jetzt nur etwas konzentrieren, dann passt das schon. Ja, der Vorsprung ist schon ordentlich. Solche Kurven nimmt man am besten im vierten Gang. So, Hauptsache alles zu Schrott fahren. Der Vorsprung von dem ist übrigens ziemlich stark. Das missfällt mir. Mehr Sorgen macht mir aber das Track-Rennen. So, halbwegs. Alter, wie weit ist denn der mir voraus? Zum Teufel. Gut, dass ich genügend Vorsprung habe. Oder? Oh. Ah. Nein! Eine Fahr... Toll. Gut, gut, voll gut. Alter, ist die sau schnell. Teufel noch eins. Schaut mir, wie der wegbrennt. Die Frage ist, wie kann der so schnell die Kurven nehmen? Also auch wenn man sich jetzt nicht so aufhängt wie ich gerade, sind die Kurven relativ stark für die hohe Geschwindigkeit.
Ich bin nur froh, dass ich so ein gutes Nitro habe. Auf jeden Fall ist der Vorsprung jetzt um einiges geringer beim letzten Mal. Den haben wir jetzt hier irgendwo aufgehängt. Und da ist er nämlich wieder. Jetzt müssen wir nur irgendwie an der Sau dranbleiben. So. Also er ist nicht unschlagbar. Mit meinem Auto. Ich komme sogar vor ihm durchs Ziel. Also bitte. Er ist nicht unschlagbar. Das Problem ist jetzt dieses verdammte Dragrennen. Vor dem habe ich jetzt Respekt. Erstens, Dragrennen kann ich sowieso nicht gut. Und zweitens, er ist um einiges schneller wie ich. Dann kommen solche Sachen auch noch dazu. Neustart. Scheiße. Jetzt heißt es wieder Try and Error. So lang versuchen, bis irgendwie dann Striker einen hin hat. Der ist an mir vorbeigezogen, die Sau. Okay. 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 Ruhig, 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 ruhig. Vorne. Gut. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, aber das ist hinter mir. Wichtig bei so einem Radarfahrrennen ist nicht einmal, dass ich wirklich so als Erster durchs Ziel komme. Das ist recht angenehm. Also ich muss nicht als Erster durchs Ziel kommen. Sonst hätte ich Riesenprobleme, weil schaut, der ist schneller wie ich. Auf der Autobahn sowieso. Die Frage ist, wie nimmt man die Kurven? Jetzt ein Blitzer, das wäre geil. Der war scheiße. Die Kurven sind das Geheimnis. Selbst wenn der Gegner schneller ist wie du, bist du in den Kurven, wenn du sie sauber fährst, besser. Weil er nimmt sehr viel Geschwindigkeit raus. Jetzt ist der vorbeigezogen, Schwein. Das bringt leider nichts bei den Gegnern. Das bringt nur bei den Polizeiautos etwas. Zumindest erst mit 10 km/h voraus. Jetzt ist er mal weiter voraus. Scheiße. Ich glaube, es gibt nur noch einen. Oder? Okay, das kann ich vergessen. Gut, dass wir noch 10 Minuten haben, um dieses Rennen zu gewinnen.
fährt er die gleiche Spur wie ich. Lustig. Wow. So. Sauber Kurven nehmen. Das ist die Devise. Wow. Der Verkehr heute ist aber echt krank drauf teilweise. Solange ich nicht wieder gegen das Wasser hier fahre. Habe ich über 100 km/h Vorsprung. Und relativ viel Distanz auch noch zwischen mir und ihm. Und gewonnen. Hui! Gut, dann können wir die ganze restliche Folge tunen. Serviert. Woo! Geil! So. Ich möchte deine Makrina haben. Dankeschön. Nummer 3. Ronnie, den kennen wir. Wahnsinn. Nummer 4 auf der Blacklist. Hört sich gut an, oder? Auf der Straße heißt es übrigens, dass Razor den Schwanz vor dir einzieht. Alle wissen, was passiert ist. Aber die Sache zwischen dir und Razor ist allein deine Angelegenheit. Ab jetzt solltest du dich um nichts anderes mehr kümmern. Es gibt noch genügend, um das sich gekümmert werden muss. Aber zunächst einmal um das nächste Tuning-Schöppchen. Es ist relativ gut gegangen. Blacklist läuft. Und ihr seht, der Gegner war mir überlegen. Und trotzdem lässt sich's machen. Ja. Schön, gefällt mir. Bam. Habe ich überhaupt irgendetwas Neues bekommen? Nicht, oder? Motor. Bekomme ich dann nach dem? Getriebe. Habe ich schon, Max? Ich habe nichts bekommen. Was ist das für ein Schrott? So, mit der gleichen Dreckskarre jetzt die nächste Blacklist auch noch machen. Offenbar. Hm.
Sehr hübsch. So. Und, ja, ich weiß, soll ich vielleicht nicht umlackieren auch noch? Weiß es nicht, ich bin schon auf Stufe 2. So, wartet. So, sehr hübsch. Oder? Ja, zurück, warte. Felgenfarbe. Das wird bestialisch, schwarze Felgen. Wäre überhaupt kein Kontrast, aber warum nicht? Da wollte ich hin. Wo haben wir denn die schönen weißen gehabt? Racing Heart. Löwenheart. Löwenhart. So mehr ist. König. BBS. Vielleicht. Adr. Ah, Adr schaut schon gut aus. Ach, warum nicht? Nehmen wir das. Einfach nur um etwas zu haben. So, gut. Knapp zwei Minuten haben wir noch. Vielleicht finden wir einen Blitzer. Vielleicht finden wir einen Blitzer. Das Problem ist, ich muss erst Nummer 3 auf der Blacklist besiegen, um die ganzen neuen Sachen zu bekommen. Ich möchte einen neuen Motor zum Teufel, einen neuen Turbo zum Teufel. Aber dafür brauche ich noch etwas mehr. Dings. Steine. Ich habe 3 Blitzer? Wirklich? Mal von mir aus. Ach. Wieso fahre ich eigentlich nicht von der Seite? Geht doch von der Seite viel leichter. So. Gut. Aber dann würde ich sagen, das war's mal für heute. So. Ich würde sagen, bleiben wir einfach mal hier stehen und ich sage bis zur nächsten Folge, bis Montag, hier bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Tschüss und habt doch einen schönen Tag.